Hallihallo, ihr Lieben, und willkommen zu einer kleinen Vorausschau auf die Strecke Salzburg-Rosenheim. Es gibt einen Artikel, der veröffentlicht worden ist. Wer ihn bisher noch nicht gesehen hat, kann ihn sich gerne mit mir zusammen angucken. Ansonsten, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Es geht um die Strecke Salzburg-Rosenheim. Heute Abend ab 8 Uhr deutscher Zeit wird es einen Livestream auch dazu geben, eine Preview von DTG. Gerne dort vorbeischauen. Ansonsten gucken wir uns hier mal zusammen an, was hier so angekündigt worden ist. Es gibt ein kleines Video und das schauen wir uns direkt mal zusammen an. Den First Look zu der Strecke Salzburg-Rosenheim mit der Baureihe 111 und einem sehr schön gelungenen 3D-Modell meines Erachtens. Entschuldigt, warum lädt das jetzt? Würdest du bitte mich jetzt hier nicht blamieren, lieber Computer? Danke. So, ne, also 111. Sehr schön hier im Führerstand, sieht sehr, sehr schön aus. Auch hier bei Nacht sehr gemütlich. Die Sounds, ja, da sind 110er Sounds mit dabei, die Anfass-Sounds, aber nicht alle Sounds sind nur von der 110, sondern da sind auch neue Sounds dabei. Und zwar da zum Beispiel. Man hat es gerade gehört. Ansonsten das Fist da rechts, Freilassing eingestellt. Ja, ansonsten so Szenerie, die ein oder anderen markanten Brücken sind dabei. Das ist Traunstein. Übrigens, man sieht hier bei Traunstein ganz gut. Gucken uns das nochmal ganz kurz an. Hier sieht man ganz gut im Hintergrund, kann man sehr weit, obwohl die Berge sehr weit entfernt sind, kann man sie sehr gut sehen. Das finde ich auf jeden Fall schon mal ganz gut gelungen. Ja, ansonsten Szenerie, wie wir sie halt kennen von DTG-Strecken, ne? Da saust die 111 vorbei mit Scherenstromabnehmer und den Dostos, das Stellwerk von Rosenheim. Auch hier wieder schön zu sehen, die Berge im Hintergrund. Das ist dann die Grenze zwischen Österreich und Deutschland an der Stelle. Hier auch mal in der abendlichen Beleuchtung bei Regen. Hier mit einer Trennstelle, die sind auch wieder verbaut. Sowas gefällt mir mal ganz gut. Und die österreichische Signalisierung taucht dann auch wieder auf. Auch die bekannt seit der Vorarlbergbahn. Collectibles gibt es natürlich wie immer, zum Beispiel diese Maps, hier diese Baumstämme, die umgefallen sind. Auch da wieder die Map von Salzburg-Rosenheim. Diese Blumentöpfe, die sind, glaube ich, neu, sehen sehr schön aus. Und die Verbandskästen, altbekannt. Die 185.2 ist dann auch mit dabei und wird im Güterverkehr dann tätig sein. Genauso wie ÖBB 4024 wird ebenfalls mitgeliefert und regelt den S-Bahn-Verkehr in Österreich. Die Baureihe 101, wenn man sie besitzt, layert dort auch und wird dort die Eurocities und Intercity-Züge fahren. 628 von der Niddertalbahn ebenfalls mit dabei im Regionalzugdienst. Die Baureihe 363, die es für Rosig Nord gab, wird auch endlich mal wieder auftreten. Und die Baureihe 103 von der linken Rheinstrecke wird ebenfalls hier unterwegs sein, vermutlich als so eine Art Museumszug oder sowas ähnliches. Die Strecke kommt am 27. Februar 2024 und es wird ab heute Abend einen Vorbestellerrabatt geben bei Steam. 10% kann man sich dann saven, wenn man am PC spielt und vorbestellt. Ansonsten, ja, ein paar Screenshots, die wir uns auch noch zusammen angucken können. 111 wird also mitgeliefert mit den Dostos, die altbekannt sind, aber für die Strecke halt eben passend sind. Dann halt eben, ne, besagte Dostos, auch hier mit dem Zugziel mit dabei, mit Traunstein. Dann, wer die Vorarlbergbahn nicht besitzt, der muss nicht traurig sein, denn die ÖBB 4024 wird mit der Strecke mitgeliefert. Das heißt also kein Layer, sondern diejenigen, die die Vorarlbergbahn nicht besitzen, können trotzdem mit der 4024 hier rumfahren. Ich glaube, an sich ist sie nicht geupdatet, sie ist genauso wie vorher. Aber ja, ansonsten für den Güterverkehr werden die Habinz-Wagen und die SGG MRSS-Wagen zusammen mit der 185.2 mitgeliefert. Hier sehen wir auch die SGG MRS-Wagen und, was ich ganz schön finde, auch so eine kleine Szenerie mit den Menschen, die hier stehen und kleine Bauarbeiten durchführen. Ganz cool gelöst. Ansonsten hier noch ein paar Infos zur Strecke Salzburg-Rosenheim mit der Baureihe 111. Das ist, ja, hinter Salzburg, danach folgen 89 Kilometer in Deutschland, durch Bayern einmal durch. Hier mal ein Talent, der nach Schwarzach St. Veit fährt,
auf der S3. Natürlich ist Schwarzach dann nicht mehr mit dabei. Ja. Sondern hier wird ein bisschen was zur Geschichte von Rosenheim erzählt. Und das finde ich schon mal ganz schön, dass hier auch solche. Also, das erscheint mir wie ein komplett neues Asset zu sein. Also, dass ein bisschen noch was investiert worden ist in neue Gebäude zu bauen. Und was ich sehr schön finde, dass man die Alpen, obwohl sie weit weg sind, dennoch sehen kann. Und zwar in einer halbwegs gescheiten Qualität. So muss das auf jeden Fall sein. Hier zu den Collectibles. Was ich dann auch ganz nett finde, auch so eine neue Sache ist eben diesen Baumstamm, der hier umgefallen ist. Und wenn man den dann einsammelt, dann werden daraus hier diese gehackten Holzscheite. Ansonsten zu Services, Layers und Gameplay. Alle Fahrten von Rosenheim nach Salzburg werden mit der 111 durchgeführt. Von Salzburg nach Rosenheim ist es der Dosto-Steuerwagen. Die Baureihe 111 kann natürlich im Freeroam eingesetzt werden, auf allen anderen deutschen Strecken. Das ist ganz klar, das werden wir auch natürlich zu Genüge machen. ÖBB 4024 wird zwischen Salzburg und Freilassing unterwegs sein. Dann ansonsten als Layer die 628 in Verkehrsrot von der Niddertalbahn, die Baureihe 101, die Baureihe 103 mit den Intercity-Wagen, Railpool 193 und EANOS-Wagen sowie die 363 in Verkehrsrot, die als Lok-DLC für Ruhr-Sieg Nord kamen. Genau, ansonsten heute Abend, wie gesagt, Preview-Stream. Seid mit dabei, falls ihr noch mehr Informationen haben wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, alles Gute, alles Liebe. Ciao, ciao.